Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft. Zu den Nebelchroniken. Hier bei mir in den Nebelanden. Und meine Nase ist am Laufen und das mag ich nicht. Muss ich zur Not dann mal ganz kurz Nase putzen, falls sich das nicht von selbst löst. Kennt man ja, manche Probleme, die lösen sich einfach von selber. Wow! Warte. Da muss ich jetzt... Leute, ihr kennt mich. Ich muss da reingucken. Außerdem gibt es hier Kohle für Fackeln, die wir nicht haben. Haben es gleich geschafft. Zumindest das mit der Kohle. So, 23, dann machen wir mal 12. Ach, guck mal hier, wir haben noch ein bisschen was. Wow, da geht's aber runter. Na komm, wir kurzen Blick riskieren wir mal. Okay, so tief war es doch nicht. Ich dachte schon, ich sehe jetzt die Fackel gar nicht mehr, wenn ich jetzt nach unten gucke. Hat aber alles ein bisschen krass getäuscht. Hallo Flapsi. Ja, never dig down. Ich war bereit, das Risiko einzugehen und mit den Konsequenzen zu leben. Eimer war quasi auf Abruf bereit. Auf Abrufbereitschaft, so heißt das richtig. Boah. Mein Gehirn ist kaputt. Das muss ich, glaube ich, erstmal wieder reparieren. Muss ich heute ganz früh ins Bett und den Gehirnonkel-Doktor anrufen. Oh, hallo. Oh, der hat gleich mal einen neuen Gang mit freigelegt. Wow. Na, warte, du Säckel. Was ist mit dir? Ich habe wieder normale Zombies. Ist hier ein Spawner? Augen leuchten in der Dunkelheit. Geh weg. So, ich sollte mal schnell was essen. Aber kein Spawner. Zumindest noch nicht. Jetzt erstmal hier das Zeug einsammeln. Irgendwie in jeder Aufnahmesession jetzt seit... Okay. Die und die letzte, also die letzten beiden Aufnahmesessions. Jedes Mal so eine Mini-Höhentour mit dabei. Die wahrscheinlich Lust auf viel mehr macht. Also Lust auf mehr macht sie mir auf jeden Fall. Nur wie ist es bei euch da? Wer von euch dort außen mag Höhentouren genauso wie der Lord Regent? Okay, hier ist Ende im Gelände. Das heißt aber nichts. Ah ne, da haben wir die Kohle abgebaut. Es ist ja niemals irgendwo Ende. Nom, 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 nom. Jetzt natürlich die Frage, sollte ich mir auf so eine Höhlentour, ne? Auf so eine richtig krasse Höhlentour, sollte man sich da eventuell ein Dings mitnehmen, so ein Totem der Wiedergeburt? Vor allem, wie funktioniert das mit den Totems? Das weiß ich auch nicht. Da ist der Lord Regent noch so ein bisschen unerfahren damit. Stein. So, aber hier ist auch Ende. Aber die Kohle nehme ich mir noch mit. Und dann machen wir auch schon wieder weiter beim Schweinebauern. Beziehungsweise wir machen weiter und organisieren uns noch mehr Eiche. Ne? So war ja der Ursprungsplan. Und wie ein
Bürgermeister schon sagt, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan und ist auch gelegentlich mal ein Plan. Aber ich glaube, das war ein Plan zu viel. Ach ja. Viel zu erzählen habe ich nicht. Also, nichts, was neu wäre. Also mir fällt mal zumindest spontan nichts ein. Wobei meine Spontanität auch ein klein wenig gelitten hat heute. Oh, das wird dunkel. Das heißt für uns, wir sollen ganz schnell mal ins Bettchen gehen. So, keine Angst, ich komme wieder. Ich könnte auch die Schafe schlachten und mir ein neues Bett bauen. Nee, mach ich nicht. Aber ich denke, das sieht ganz okay aus mit der Hütte hier. Ich höre doch schon wieder ein. Gute Nacht. So, wir verwursten erstmal die Eiche, die wir jetzt dabei haben. Damit sollten wir, denke ich mal, ein bisschen zurechtkommen. Ah ne, warte. So. Oder machen wir wirklich nur Eiche? Das können hier ruhig schön hohe Räume werden. Dann machen wir das da auf die Höhe hier. So, wir machen uns jetzt, upsi, da noch einen kleinen Spaß. Und zwar, ich weiß ja, Kinder spielen gerne mal Post. Dann machen wir hier ein Fenster rein und das wird halt dann so der Postzugang. So, und dann ist hier der erste Raum des ersten Buben, Dame, whatever. So, dann beleuchten wir das Ganze noch ein bisschen vorerst. Ah ne, hier drin bleibt. Und dann bauen wir hier die nächste Eichenbutze. Wird doch hier Eichenholz genommen zum Verdingsen, ne? Naja. Obwohl, warte mal. Wir könnten hier so einen Zweierdurchgang machen. Nee, könnten wir nicht, weil das wäre dann hier so. So, alles ein bisschen eng. Der kriegt genau gegenüber die Tür. Nein, kriegt er nicht. Der kriegt sie hier vorne und der hier bekommt sie... hier hinten. Einfach so, dann rennen die sich nicht immer gegenseitig über den Haufen, wenn sie hier hin und her dödeln. So. Eieieiei. Ich sag's euch, drei Kreuze mache ich, wenn die Kinder hier untergebracht sind. So, der hat natürlich hier so seinen Eingang. Na, hier oben werden alle Wände aus Eichenholz jetzt. Scheiße. Ich meine, Mist. Mist. Mist, 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 Mist. Ich wollte ja hier... Wie soll denn der hier in seine Bude kommen? Der kann ja nicht hier sich reinzaubern. Oder jedes Mal hier durchgehen, das geht ja nicht. Und das Elternschlafzimmer? Hm. Warte mal, ich muss hier mal kurz irgendwo für Ordnung sorgen. So. Endlich wieder Ruhe. So, wenn wir das Elternschlafzimmer dort oben mit reinbasteln. Habt ihr es gehört? Was war denn das für ein Geräusch?
Seltsam. Das ist jetzt doof. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber sinnieren, nachdenken. Hier einen freilassen, das wäre auch totaler Schwachsinn. Den hier kleiner machen wäre auch totaler Unsinn. Obwohl, lass mal testen. Nee, kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Okay, warte. Scheiße, so dunkel wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht machen. Ein wenig Licht sollte schon noch vorhanden sein. So, also. Hier kommt auch noch ein Raum mit her. Bitte was? Kommst du her? So. Hier ist der Eingang. Und hier ist der Eingang. So. Das geht so nicht, obwohl, warte mal. Das ist quasi für den Kleinsten. Der gibt sich auch mit weniger zufrieden quasi. Aber der hat kein Fenster, ne? Ich bin gerade am Überlegen, wie ist denn das? Nee. Na, ja, dann hat er halt kein Fenster. Ist mir auch egal. Aber wenn ich das weiter rüberziehe... Es ist schwer, es ist verdammt schwer. Könnte hier noch... Na okay, dann müsste das... Das haut auch nicht hin. Der hier muss ja auch frei bleiben. Naja, wir haben zumindest schon mal die Hälfte der Kinder haben wir hier oben fertig hingekriegt. Das hier würde ich dann ganz gerne alles so ein bisschen frei lassen. Um sich so ein bisschen frei bewegen zu können. Und dann machen wir vielleicht... Ja, das sind halt die Buden, also die Zimmer von den Größten, von den zwei Ältesten. Und ja. Wollen wir den Rest echt auf dem Dachboden unterbringen? Da kann man mal gucken. Wie machen wir das hier? Hm, warte. Ja, machen wir so. Na gut, Freunde, wir müssen in der nächsten Folge weitermachen. Wie genau, das weiß ich ehrlich gesagt nur nicht. Wie gesagt, ich habe noch die Alternative mit dem Dachboden. Da kriegen wir locker noch mal ein paar unter, aber ja.
Ich überlege mir das bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch natürlich nur das Beste. Und bis dahin, Wiedersehen.